Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde auf YouTube. Wir sind wieder im nächsten Stream angekommen und waren beim letzten Mal hier in Welt 3 auch angekommen, haben ein paar neue Fähigkeiten gelernt und wollen mal gucken, was wir denn damit jetzt hier machen können. Ich wollte nicht ins Wasser eigentlich. Huiuiui, heute ist aber wieder alles ganz schnell. So, wie ging das jetzt gleich wieder? So. Genau. Wir hatten ja hier diese Fähigkeit gelernt, uns mit dem... mit der Zunge hochzuziehen. So, jetzt muss ich gerade mal kurz in den Chat gucken. Ich muss jetzt leider wieder los. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ja, danke fürs Reinschauen, Loredana. Dann habt doch auch einen schönen Tag. Viel Vergnügen mit allem, was du heute noch tust. Und wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen. Dann bis zum nächsten Mal. So. Liebe Freunde, wie gesagt, wir sind hier auch wieder im Stream auf Twitch. Dass ihr euch nicht wundert, wenn ich hier mit Leuten spreche, die gar nicht da sind. Na komm, hier. Ja. So. Okay, ja, wir hatten ja beim letzten Mal so ein paar Sachen gelernt. Genau, jetzt will ich mal gucken. Das hier haben wir ja schon gemacht, ne? Ja. Da wäre noch was. Mich hier mal ein bisschen umschauen und sehen, was hier noch so zu tun ist. Da drüben sehe ich noch Federn. Ich glaube, wir gehen mal da entlang. Ach doch, hier unten? Ich weiß nicht genau. Da sind auch Federn. Dann holen wir uns erstmal die. So. Kann ich mit dir sprechen? Nein. Hier komme ich wohl nicht rüber. Nee. Okay. Das. Da war der Käfig. Hier war Trouser. Da hinten ist noch was. Ja, seht's mir nach. Ich habe heute ein bisschen einen Frosch im Hals. Ich habe es eben schon auf Twitch gesagt. Irgendwas stimmt nicht mit meinem Hals heute schon wieder. Aua. Gehen Sie weg. So. Gibt's hier noch was? Nein. Dann gehe ich vielleicht mal hier über den Sumpf. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal, was hier so ist. Da kann ich wohl nicht rein. Ich würde jetzt hier mal drumherum laufen und dann gucken. Ah ne, da hinten geht es nicht weiter. Was das hier für ein... Was auch immer das ist. Da kann ich doch bestimmt noch irgendwie rauf. Oh, wer bist denn du? Hallo. Oh, wieder ein trauriger Tag im Sumpf für Olli. Weggeworfen und ungeliebt. Oh. Okay, heißer Reifen. Hast du da Pagey in deinem Haufen Schrott? Oder Pagies? Das Einzige, was ihr in meinem Korb findet, sind gebrochene Herzen und Verzweiflung. Sumpfmüll, Sumpfmüll ist da doch auch noch, sehe ich von hier. Was kannst du uns über dieses Labyrinth da vorne sagen, Olli? Oh, es ist furchtbar, verschlungen und endlos und schlimmer noch. Die Wände bewegen sich, damit Eindringlinge sich nicht den Pagey am Ende holen können. Oh, du bist noch immer nie interessiert, nehme ich an. Ja, schon so. Hört sich nicht so schlimm an, wie einige Sachen, die wir schon hinter uns haben. Wir versuchen's mal. Oh, viel Glück. Leider gibt's für den armen Olli kein Licht am Ende des Labyrinths. Oh, okay. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Ui, aua. Aua, 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 aua. Was zur Hölle? Boah, das ist ja gemein. Kann das mal aufhören? Wie fies ist das denn? Was zur Hölle? Hä, wie soll ich das denn machen? Okay.
Furchtbar verschlungen und endlos. Du hast nach wie vor Interesse, nehme ich an, ja. Ach Gott. Hä, warum? Wie soll ich denn? Das ist ja fies. Okay, warte mal. Wow. Laufen, laufen! Au, au, au! Boah, wie fies das ist! Was soll ich denn hier machen? Ja, toll. Hä? Ist das gemein? Wo sind wir denn jetzt? Nee, das lasse ich erstmal. Das ist mir gerade zu frustrierend, ehrlich gesagt. Wie dumm ist das denn? So lang kannst du ja gar nicht rollen. Da sind ja nicht mal Schmetterlinge da drin. Wir machen jetzt mal was anderes, Leute. So. Da ist er ja schon wieder. Oder ist es ein anderer? Was geht, Echsenmann? Ich bin Wally. Gehört dir dieses Pilzfeld? Hi, Wally. Nein, das ist nicht unseres. Wir sind mehr ein Pagey-Geschäft. Super, und das soll auch so bleiben. Dieses Level hier ist mein Revier. Ich baue in der Gegend leckere Pilze an und verkaufe sie auf dem Bauernmarkt. Okay. Ich liebe Bauernmärkte. Die hohen Preise halten den Pöbel fern. Ganz recht. Könntet ihr beiden mir wohl helfen, dieses Pilzfeld zu vernichten? Es gehört mir und ich bin mir sicher, dass es in einem dieser Pilze golden gefunkelt hat. Goldenes Funkeln hört sich super an. Wir sind dabei. Alles, um diese nervige Stimme zum Schweigen zu bringen. Oh, wie gemein. Prima, denk dran, solange welche übrig sind, wachsen sie nach. Es muss einen Weg geben, sie alle auf einmal loszuwerden. Oh Gott, wie war das denn gleich wieder? Ja, wie soll ich das denn machen? Moment, wie ging das nochmal mit dem... So? Na komm. Na komm! Ah, verdammt! Nein! Oh! Geschafft. Krass, Leute! Kommt hier rüber! Ich habe eine Belohnung für euch, die ihr nicht ablehnen könnt. Okay. Damit. Dufte, ihr habt alle Pilze zerdeppert. Ja, und keine goldene Beute weit und breit. Was soll das? Ich dachte, das wäre dein Feld. Bleib locker, Fledermaus-Lady. Das goldene Funkeln ist voll in meinem Korb hier gelandet. Ich zahle meine Schläger immer aus. Lol. Okay, wenn jemand fragt, wir waren nie hier, kapisch? Okay, okay, kein Problem, mach's gut. So, wartet mal, hier ist die lustige Tonikum-Tante. Oder wie Markus ihn nennt, Transen-Spongebob. Sonst gibt's hier aber weiter nichts. Okay. So. Ja, das sagt man nicht. Ich weiß. So, und dann sind wir wieder bei Trouser. Mit
gerne mal nochmal hier auf diese Pilze oben rauf. Wie kam ich denn da hoch? Hier waren noch auch noch Sachen, genau. So, mal gucken. Da drüben waren wir jetzt. Das ist dieses komische, fiese Labyrinth. So richtig viel kann man jetzt hier, ohne dass man den erweitert, noch nicht machen, ne? War ich denn hier unten überhaupt schon mal? Ach so, das war das. Ja, genau. Da komme ich doch bestimmt auch so rüber, oder? Schauen wir mal. Nicht ins Wasser fallen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Och. Autsch. Verdammt. Ja. Ja, ich weiß. Oh Gott. Komme ich hier irgendwie wieder raus, vielleicht? Ich glaube nicht. Ach, wie dumm. Ja gut, dann sterbe ich mal kurz. Ah nee, wie doof ist das denn? Alles klar. So, war denn noch mal diese Stelle, wo wir da nach oben konnten? Also, da war halt auch ein Pagey. Mein Gott, laufen kann er aber auch nicht. Da drüben kommen wir dann raus, ne? Okay, dann schwimme ich da vielleicht doch nochmal durch. Einfach durchschwimmen ist eigentlich, glaube ich, am besten. Wie kann ich nochmal schneller schwimmen? Ne, so geht's tiefer. Achso, einfach A drücken, glaube ich, ne? So. Jetzt bin ich hier. Was ist nochmal hier? War ich denn hier eigentlich schon drin? In dem... Ich weiß es nicht. Ah, okay. Wartet mal. Halt, stopp. Das nicht, das. So, und dann muss es nach da. Mist. Jetzt wieder nach oben. Okay. Ja. So. Ah, shit. So. Nein. Oh mein Gott, ist das schwierig. Schafft, oder? Ja. Wunderbärchen. Oh, hallo Markus. Na, wie geht es dir? Habt ihr einen schönen Tag? Bei uns scheint voll die Sonne. Es ist viel zu warm schon wieder. Aber trotzdem geht's mir gut. Wie geht's euch denn? So, ich glaube, das haben wir. Ja, sehr schön. Die Sonne scheint, das ist total warm. Klar geht's gut. Supi, das ist schön.
So, ist hier sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ja, ich finde es auch schön, dass die Sonne scheint, aber es ist gleich wieder so sehr warm, finde ich. Bisschen weniger wäre auch okay, aber ich will mich ja nicht beschweren. Besser, als wenn es so kalt ist, ne? So. Konnten wir hier irgendwas machen? Nee. Eben Wintersack, genau, richtig. So sieht's aus. Besser als zu kalt. Na, was war hier oben nochmal? Ich glaube, hier war dieses... Ach so, ja, genau. Das haben wir schon gemacht. Da ist nichts weiter. Da ist nichts weiter. Da hinten könnte noch irgendwas sein. Ah, hier ist dieser... Ich hab überlegt, ob ich mal probiere, diesen blauen Geist mit dieser Schockwelle vielleicht zu bekommen. Ich müsste nur wissen, wo er ist. Jetzt mache ich erstmal hier den Schalter. Ah, das ist, glaube ich, eine Abkürzung. Kann das sein? Wartet mal. Wir gucken mal. Das ist wohl eine Abkürzung. Zum Eingang? Ja. Ich glaube schon. Okay, dann gehe ich wieder zurück. So, irgendwo war doch hier jetzt dieser Geist. Ich habe ihn schon gehört. Muss hier irgendwo sein. Frage ist nur, wo. Da. Ist dann, wenn ich den... Nee? Ich glaube, das ist nicht das Rätsels Lösung, leider. Aber wartet mal. Ich glaube, die Tür haben wir von der anderen Seite eben gerade schon mal gesehen. Ist jetzt eine Abkürzung hier rüber, ne? Ja, supi. Oh, wie kriege ich denn diesen dummen Geist nur? Das scheint es nicht zu sein. Na gut, dann lasse ich dich. Blödi. Ich glaube, ich muss da wirklich unsichtbar werden können. Okay. So. Da hinten war ich eben schon. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Ach du lieber Himmel. Und das soll ich jetzt machen. Ist klar. Oh mein Gott. Oh fuck. So. Einer drauf. Oh Gott. Luca. Meine Fresse. So, wartet mal, da drüben ist irgendwas. Ja, blind irgendwo hinfliegen, Lilly, das ist halt auch so dein Ding, ne? So, wartet mal, was ist denn da? Okay. Hey ho. Oh. Prima. Steht einfach so ein Ghostwriter rum. Auch gut. Finde ich doch in Ordnung. Den nehme ich sehr gerne mit. So, da vorne geht es dann nicht mehr weiter. Das heißt, ich muss jetzt mal gucken, dass ich auf den dritten Baumstamm komme. Oh Gott, oh Gott. Oh. Wie kann man nur so ein Grobmotoriker sein? Also wirklich. Oh, die läuft immer so weit, diese Figur. Ich weiß nicht.
viel. Nein, mein Gott. Ist hier noch... Ist hier irgendwo ein Schmetterling, bitte? Schmetterling. Da können wir lang, da können wir lang. Huiuiui, so viel Zeug, meine Güte. So. Hier ist wieder einer von diesen Wegen. Das gucke ich mir gleich mal an, oder? Ja. Ach Gott. Hallöchen, alles in Ordnung? Ihr müffelt's ein wenig. Och, wie gemein. Mein Name ist Johnny. Ich bin dafür verantwortlich, dass das Wasser hier frisch und sauber bleibt. Und da bist du noch nicht arbeitslos? Tja, keiner hat bemerkt, dass die Maschine kaputt gegangen ist. Während ich Urlaub im Capital Casino, Casino gemacht habe. Mann, das war ein Wochenende. Ja, ja, komm zu dem Teil, an dem wir dir helfen. Alle Schalter da oben müssen betätigt werden, damit der Wasserfilter neu gestartet wird. Meine Räder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Könntet ihr mir mit den Schaltern helfen? Ihr müsst mit dem anfangen, der hier neben mir ist. Oh Gott. Die Stimme macht mich müde. Wir helfen dir, Jolly. Super Sache. Ich habe dieses Stück Papier, das ich aus dem Abflussrohr gefischt habe, als Belohnung für euch. Oh, lecker. Nomni. Da klebt auch noch anderes Zeug dran. Könnt ihr behalten. Danke. Ja. Danke. Bäh. Okay, der Schalter. Aber wie komme ich denn an den Schalter dran? Ah, okay, ich weiß wie. Klopapier. Benutzt es. Ja. Bäh. Okay, wir müssen da hoch und alle Schalter drücken. Lass los, Yuka-Dinge. Geh doch da. Hallo? Nein, reicht nicht? Muss ich näher dran? Okay. Hallo? Ist der jetzt schon gedrückt? Offensichtlich. Oder muss ich die in der richtigen... Er sagte doch richtige Reihenfolge, glaube ich, oder? Achso, erstmal den hier dann. Ich verstehe. Komm, das schaffst du? So. Autsch. Ah, nein. Viel zu langsam. Okay, nochmal. Ja. Das ist aber... Schalter zeigen dir den nächsten an. Ich glaube, das ist völlig egal. Wo ich da als nächstes hingehe. Das Wasser, es ist wieder sauber. Tausend Dank, Leute. Hier, wie versprochen, das Stück Papier aus dem Abflussrohr. Solltet ihr vielleicht besser mit Handschuhen anfassen. Ich will das nicht haben. Bitte behalt es doch einfach. Nomsi. So, jetzt ist das Wasser wieder sauber, oder wie? Offensichtlich. Das
heißt, wir können da jetzt endlich drin schwimmen. So. Cool, cool. Da hinten ist Rextro. Komm ich zu dem irgendwie leicht hin? Mal schauen. Ah, da ist die Molekültante. Aber ich habe das Molekül noch nicht. Wir könnten uns mal hier unten umsehen. Wie war das mit der Blubberblase? Nee. Wartet. Wie ging das? Hallo? So. Okay. Schauen wir mal. Where? Da ist das Molekül. Wie komme ich an dich hin? Na? Hallo? Aha. So wieder runter. Komm. So. Ist hier unten noch irgendwas? Da sind noch ein paar Federn. Da kann ich nichts mitmachen. Gucken wir mal hier rein. Sumpfstation. Glas muss ich kaputt machen, aber wie denn? Einrammeln? Oh, wartet mal. Ach, Mist. Kann ich die nicht töten? Autsch. Oh Gott, ich werde gleich sterben. Hilfe. Das scheint ja nicht zu funktionieren. Ich geh mal hier rein. Och ja, genau. Im Wasser soll ich den jetzt fangen, ist klar. Geschafft. Okay. Uiuiui. Na Wunderbärchen. So. Ich möchte mal einen Schmetterling. Ich glaube, hier drin gehe ich erstmal wieder raus. Ich denke... Ah, alles klar. Schmetterling? Nein. So. Oh, sehr gut, danke. Gut, dann töte ich jetzt erstmal alle und dann versuche ich da mit diesen Bomben mal die... Versuche ich mit diesen Bomben mal diese Scheibe kaputt zu kriegen. Schmetterling? Ja, sehr gut. Okay, aber liebe Leute... Das machen wir in der nächsten Folge, denn die erste Folge heute ist schon wieder um, liebe Freunde auf YouTube. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei hier bei Yooka-Laylee. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.